So, meine Freunde, da sind wir zurück im Let's Play Blade Runner. Jawohl. Es hat ein bisschen länger gedauert, denn ich musste arbeiten und noch ein paar andere Dinge des alltäglichen Lebens bewältigen. Nichtsdestotrotz geht es nun weiter und ich habe mir gedacht, weil das Ende des Spiels, daran kann ich mich nun wirklich nicht mehr erinnern. Ich habe ein wenig vorgespielt, um euch jetzt nicht wirklich zu langweilen, weil ich bin hier wirklich sehr oft draufgegangen, bin sehr oft falsch abgebogen und hing sehr oft wirklich einfach nur in den Seilen und wusste absolut nicht mehr, wie es weitergeht. Um euch das zu ersparen, habe ich ein wenig vorgespielt und so denke ich mal, ist es auch sinnvoller. Gut, was hat sich sonst noch getan? Es haben mir viele Leute geschrieben. Dafür möchte ich mich erstmal bedanken. Jawohl, endlich geht's los. Ich werde vielleicht auch ein wenig bekannter. Das ist meine Hoffnung. Ja, also wie gesagt, viele Leute haben mir geschrieben, als da wären 187, Overkiller, Umbaldor oder Game One, 4x5. Ja, mein Stammbesucherin möchte ich jetzt fast schon sagen, Valentine, OWL, um nur ein paar zu nennen. Also, liebe Leute, es freut mich, dass... Na, komm schon. Dass meine Let's Plays gut ankommen. Und das ist... Na? Die Ratte müssen wir töten. Na? Okay, die rennt wieder weg. Okay. Was soll ich noch sagen? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall freut es mich, dass ihr meine Let's Plays anschaut und kommentiert. Jetzt aber. So, jetzt aber. Ich hoffe, das bleibt so. Ihr bleibt mir weiterhin treu. Und dass ich noch viele Let's Plays machen werde. Zurück zum Spiel. Jetzt muss ich selber noch mal überlegen, wo jetzt hier lang. Dadurch nicht. Wir müssen jetzt hier hinten durch. So, und dann können wir zwar hier hinten, wird zwar angezeigt, aber... Der Tunnel schien kilometerlang zu sein. Es war klar, dass er irgendwo enden würde. Aber ich hatte nicht die Zeit herauszufinden, wo. Ja. Deswegen gehen wir hier lang. Und nochmal zu den Kommentaren. Ich habe mich da auch ein wenig verhauen mit dem Blade Runner-Film. Da habe ich ein wenig falsches Zeug erzählt. Wie gesagt, also es ist auch schon sehr lange her, als ich mir diesen Film angeguckt habe. Ich würde schätzen, locker 10 Jahre. Zur selben Zeit habe ich halt auch das Spiel gespielt. Also Harrison Ford spielte nicht Mr. McCoy, den wir jetzt hier spielen. Jetzt kommen wir hier an der History Hall. Ne, da sind wir falsch. Da können wir wieder rein. Und halt noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Verzeiht es mir. Ich werde mir den Film, weiß ich nicht, heute oder jetzt am Wochenende nochmal anschauen. Und dann weiß ich auch mehr. Valentine hat geschrieben, dass es jetzt so richtig losgeht. Ja, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Denn... mussten doch hier lang. Denn, also jetzt, wir sind im 4. Akt, also es kommt nur noch dieser und dann der 5. Akt, was zugleich auch das Finale ist. Also da muss ich ehrlich sagen, da geht's wirklich zur Sache. Erstmal werden viele Geheimnisse geklärt, vor allen Dingen auch aufgelöst, das ist wichtig. Und, ja, also ich persönlich habe dann Sachen gesehen, womit ich gar nicht gerechnet habe. Na, also wo man völlig was anderes denkt, als das dann letzten Endes dann mal rauskommt. Also von daher, seid gespannt. So, also wir sind jetzt hier im Prinzip, dadurch, dass wir kein Auto mehr haben, gezwungen durch die Kanalisation zu laufen und uns so einen Weg, ja, zu bahnen, dahin, wo wir hinwollen. Und zwar wollen wir jetzt erstmal nach allem Geschehen zu uns nach Hause. Das wäre dann in diesem Falle hier hoch. So, und hier sind wir jetzt im Prinzip im Erdgeschoss, allerdings von der anderen Seite. Also wenn wir vorher im Spiel auf Erdgeschoss geklickt hätten, wären wir auf der anderen Seite des Hauses ausgekommen, was dann auch gleichzeitig zum Polizeipräsidium geht. Die Nummer Ihres Stockwerks, bitte. Lustigerweise ist nämlich jetzt... Dachgeschoss, Zugang gesperrt. Die Nummer Ihres Stockwerks, bitte. Der Zugang zum Dachgeschoss gesperrt, deswegen können wir nur zu den Apartments und da erwartet uns auch eine Überraschung. McCoy, 88F. 88. Danke. Wo ist Maggie? Wo ist mein Tier? Hau ab, du Arsch. Hier gibt's keine Maggie.
Sie war, als ich gestern Abend wegging, noch hier. Du hast die falsche Wohnung erwischt, Junge. Ey, Mann, ich wohne hier. Ich weiß nicht, auf was für Stoff du bist. Und das ist mir auch verflucht egal. Moment mal. Mir macht's nichts aus, dich kalt zu machen, wenn du das willst, Junge. Die Nummer ihres Stockwerks, bitte. Ja. Apartments. Da können Apartments. Wir... McCoy, 88F. Na. Zugang gesperrt. Seltsam. Die Nummer ihres Stockwerks, bitte. Genau, also können wir hier im Prinzip nirgendwo mehr hin, außer wieder halt runter. Und dann hinaus. Ja, hier gibt es letzten Endes nichts mehr zu tun. Hier können wir zur Linken zum Polizeipräsidium hin, was hier hinten links ist. Allerdings, wie zu erwarten, ist... abgeschlossen. Genau. Das heißt, für uns zurück in die stinkende Kanalisation. Hallo. Ach, da. Okay. So, wo bist du denn jetzt hier? Komm mal hier rüber. Hallo? Wieso ist mein Fall hier weg? Schockschwere Not. Wieso komme ich jetzt hier nicht mehr? Wieso ist denn jetzt mein Fall hier weg? Komm mal hier rüber. Da. Oh, da war, glaube ich, gerade was. Da. Geh doch mal da rüber. Ah, nicht schlecht. Naja, okay. Gehen wir jetzt wieder hier runter. Und worauf wir jetzt hier in der Kanalisation achten müssen, sind insbesondere die Ratten. Denn die können uns attackieren und komischerweise auch irgendwie töten. Ich weiß nicht, was das für Mutantenratten sind. Aber okay. Also ich habe, wo ich es eben für mich gespielt habe, um zu wissen, wo lang, wie auch immer. Hier hinten im Übrigen, da hinten durch, dieser Raum, ich zeige es euch nochmal. Habe ich wirklich geschlagene 3 Stunden gebraucht, um diesen 4. Akt hier in irgendeiner Weise, sage ich jetzt mal, ja, voranzubringen. Also ich habe mich da hier total verfranst. Hier können wir noch nichts machen, behaltet den Raum aber im Hinterkopf. Hier müssen wir nämlich gleich nochmal hin. So, wir müssen jetzt erstmal hier oben wieder, hallo, rechts runter. Und hier oben rein. Nein, nicht... Ach du Dämmel. Hier wieder hoch. Das lag jetzt nicht im Sinne des Erfinders. So, hier rein. So, hier hinten können wir zwar lang gehen, aber das bringt uns nichts. Ich möchte euch nur mal zeigen, wo wir dann auskommen. Hier können wir auch nichts anklicken. Genau, am China-Restaurant. Hier vorne können wir nichts mehr machen. Hier können wir auch nichts mehr machen. Diese Plätze sind im Prinzip ja abgegrast. Also müssen wir wieder zurück. Hier vorne in 150 Metern rechts abbiegen. Na okay. Dann hier oben rein. Das ist ein Aufzug. Der führt, ich weiß nicht, wie viele Etagen tiefer. Und hier unten hat sich einer nett eingerichtet. Gemütlich, neben der Giftbrühe. So, und hier habe ich auch lange, lange Zeit gesucht und gesucht und gesucht. Und habe mir gedacht, hey, irgendwas muss es doch hier geben. Irgendwas muss es doch Wichtiges geben. Ich habe mir jedes einzelne Objekt in diesem, diesem blöden Regal angeguckt. Ich habe nichts gefunden. Bis ich dann mal ganz unauffällig über diesen Tisch gegangen bin. Und ihr habt es bestimmt schon gesehen, da liegt was. Und das ist ziemlich wichtig. Mir ging langsam ein Licht auf. Es war Guzza, der mich fertig machen wollte. Er hatte eine gut funktionierende Infrastruktur auf dem Schwarzmarkt eingerichtet und Waffen aus LPD-Restbeständen über ISO und das Greenporn-Pfandleihhaus verkauft. Gegen eine kleine Gaunerei war nichts einzuwenden. Aber als ich angefangen hatte, im Topf zu rühren, war es ihm ein bisschen zu heiß in der Küche geworden und er hatte angefangen zu schwitzen. Das Bild war immer noch etwas verschwommen. Guzza musste irgendwie mit Clovis und seiner Gruppe in Verbindung stehen. Auch wenn er immer behauptet hatte, die Reps zu hassen. Er hätte bestimmt den Hautjobs nicht geholfen. Es sei denn, sie hatten etwas wirklich Saftiges gegen ihn in der Hand,
womit sie ihn unter Druck setzen konnten. Das Dokument war die Kopie eines Anforderungsformulars für eine neue Lieferung Polizeiwaffen. Aber die Bestellung lautete auf 3 Kisten statt auf 2. Irgendwas an der Sache stank gewaltig und Gussa hing mittendrin. Wenn diese Kopie des Formulars stimmte, hätte die LPD 3 Kisten Waffen erhalten sollen und nicht 2. Irgendwo unterwegs klaute jemand die Waffen. Genau so sieht es aus, Freunde. Gussa ist also der Übeltäter. Da werden wir im weiteren Spielverlauf noch richtig Spaß mit haben. Was wir aber auch haben, nämlich 10 Minuten haben wir geschafft. Wir sehen uns somit im nächsten Teil wieder. NRW über 18. Adieu.